Besichtigung. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, Somalia gehört zu den krisengeschüttelten Ländern Afrikas, die Unterstützung brauchen. Hier ergeben Staatsversagen, regionale Konflikte, die fortschreitende Dürre, die Überfischung der Küstengewässer und der islamistische Terror in weiten Teilen des Landes eine schreckliche Mischung der Destabilisierung, unter der die Bevölkerung massiv leidet. Und Kollegin Dardelen, deswegen ist es richtig, dass die EU und die internationale Gemeinschaft sich da engagiert. Und Sie können das doch nicht wegwischen mit dem Hinweis auf Drohnenkriegsführung der USA, die ich auch in verschiedener Hinsicht kritisiere. Aber das als Vorwand zu nehmen, zu sagen, man soll sich da quasi ganz raushalten, das ist nun wirklich falsch und schlecht. Und deswegen ist es auch grundsätzlich richtig, wenn sich die Europäische Union, wenn sie dort nicht nur humanitäre Hilfe leistet, nicht nur Entwicklungshilfe leistet, sondern auch sich um den Aufbau von Sicherheitsstrukturen kümmern will. Allerdings, Kollege Kiesewetter, das in einen Zusammenhang und in einem Atemzug mit EU-Assoziierungsabkommen in Europa zu setzen, das ist nun wirklich die falsche Kategorie, in die Sie da gegriffen haben. Das sind nun wirklich ganz andere Probleme, mit denen wir es da zu tun haben. Und Sie wissen, wir Grünen stehen in solchen Zusammenhängen des Aufbaus von Sicherheitsstrukturen, gerade in afrikanischen Krisenländern, auch dem Einsatz von der Bundeswehr aufgeschlossen gegenüber. Meine Fraktion unterstützt den europäischen Ausbildungseinsatz in Mali und hat die Bundeswehrmandate für die Zentralafrikanische Republik, für den Südsudan und für Darfur unterstützt. Und bei allen Schwachpunkten und Problemen, die man auch dort feststellen kann und muss, sind wir vom Konzept dieser Einsätze überzeugt. Das ist im Fall Somalias anders. Kollege Schmidt, ich habe erstmal die Uhr angehalten und frage Sie, ob Sie eine Frage oder Bemerkung der Kollegin Dardelen zulassen. Ja, bitte. Herr Schmidt, vielen Dank. Sie haben mich ja direkt angesprochen und gesagt, dass das schlecht ist, sozusagen zu sagen, wir sollten das da raushalten und nicht mitmachen bei diesem Einsatz heute im Somalia wegen diesem Bürgerkrieg gegen die Al-Shabaab. Man kämpft ja da an der Seite der USA und auch an der Seite von einigen Golfdiktaturen. Und in diesem Zusammenhang möchte ich Sie etwas fragen, was mit dem Nachbarland Jemen zu tun hat, was auch mit diesem Einsatz gegen Terroristen und Al-Qaida, die Al-Shabaab ist ja im Verbund der Al-Qaida, auch zu tun hat. Haben Sie zur Kenntnis genommen, dass zum Beispiel eben in diesem Nachbarland Jemen die USA ganz hastig sich zurückgezogen haben und Rüstungsgüter im Werte von 500 Millionen US-Dollar zurückgelassen haben, laut Washington Post jetzt in den Händen der Al-Qaida? Und glauben Sie, dass das ein Beitrag ist, sozusagen sowohl die Al-Qaida im Somalia als auch die Al-Qaida im Jemen zurückzudrängen? Frau Kollegin Dardelen, Sie bringen da Sachen zusammen, die ich jetzt so erstmal nicht zusammenbringen möchte. Als erstes, ich habe Ihnen vorgeworfen, dass Sie einen Vorwand nehmen, Kritik an amerikanischer Drohnenkriegführung dazu zu benutzen, zu sagen, das Engagement der internationalen Gemeinschaft, der Europäischen Union und der Vereinten Nationen in Somalia, das wäre falsch und schlecht. Man kann über einzelne Punkte dieses Engagements reden und Sie werden feststellen, dass ich hier empfehlen werde, diesem Einsatz EUTM nicht zuzustimmen, weil ich Kritik habe. Aber es ist ein grundsätzlicher Unterschied, konkret zu kritisieren, was die internationale Gemeinschaft in solchen Zusammenhängen macht und auch aufzuzeigen, wenn man glaubt, sie macht etwas falsch, oder daherzukommen und zu sagen, man soll sich da eigentlich komplett raushalten. Das ist ein politikunfähiger Ansatz, den Sie hier immer wieder vortragen. Und der wird dann auch nicht besser, wenn Sie sagen, nun lassen Sie uns mal von Somalia schnell auf den Jemen kommen. In Jemen ist es auch ganz schrecklich. Das ist nicht der Weg, wie wir hier über Somalia diskutieren wollen. Das finde ich ehrlich gesagt unernsthaft. So, deswegen möchte ich auf den Punkt zurückkommen, dass wir glauben, dass man den Fall Somalia und was dort gemacht wird, eben genau konkret beurteilen müssen. Wir haben von Anfang an das Konzept des europäischen Ausbildungseinsatzes für somalische Kämpfer kritisiert. Bis vor 15 Monaten fand das ja in Uganda statt. Deshalb war das hier im Bundestag nicht mandatspflichtig und deshalb haben wir hier nicht so darüber diskutiert. In Uganda wurden im Grunde Milizen aus bestimmten Clans ausgebildet, die dann in Zentralsomalia zu einer Armee gegen Al-Shabaab verbunden werden sollten. Dieses Konzept
birgt die große Gefahr späterer bewaffneter Auseinandersetzungen zwischen den ausgebildeten Klaneinheiten. Es gibt auch das Risiko, dass diese Milizen außer Kontrolle geraten und auf eigene Rechnung Gebiete beherrschen, sowie das Risiko von hohen Desertationsraten und des Wanderns von gelieferten Waffen in andere Hände. Und deswegen haben wir den Ausbildungseinsatz in Uganda als falsch kritisiert, schon seit Jahren. Und die Verlegung nach Mogadischu vor einem Jahr hat daran nichts geändert. Das falsche Konzept wird so fortgeführt, und das ist schlecht. Evaluierungen im Kontext von AMISOM benennen genau das Problem und die Gefahren der Bildung von homogenen Klaneinheiten. Das Fehlen von Kasernen führt dazu, dass sich die Milizen eigene Unterkünfte suchen in der Region. Von etwa 4.800 Ausgebildeten sollen nur 1.600 in geschlossenen Verbänden stationiert sein. Die anderen wohnen mehrheitlich zu Hause, wie es die Bundesregierung in der Antwort auf eine Frage meiner Kollegin Brugger etwas blauäugig formuliert hat. Mehrheitlich zu Hause wohnen. Was kann das bei rund 3.000 Milizionären alles heißen in Somalia? Auch das sicherheitspolitische Umfeld in Zentralsomalia wirft einige Fragen auf. So bilden die USA separat Kämpfer aus. Das heißt, sie haben die Ausbildung an ein Privatunternehmen vergeben, an Bancroft Global. Die handeln mit Immobilien, machen auch Entwicklungsprojekte, aber eben auch Militärausbildung. Bekannte Söldner wie der Franzose Richard Rouget, der laut New York Times schon in einen Putsch auf den Komoren und dem Bürgerkrieg der Elfenbeinküste 2003 verwickelt war, sind in dieser Ausbildung tätig. Mit solch dubiosen Sicherheitspartnern sollte man eigentlich nichts zu tun haben. Es sollte um die Ausbildung von Spezialeinheiten für die somalische Armee gehen, die sogenannten Danab-Einheiten. Da fragt man sich schon, gibt es da etwas, was wir wissen sollten? Gibt es da eine Zusammenarbeit mit EUTM? Und wenn ja, wie sieht die aus? Ist das Bestandteil eines von Deutschland mitgetragenen Gesamtkonzeptes? Für meine Fraktion muss ich hier sagen, wir sehen nicht, dass sich gegenüber der kritikwürdigen Ausbildungskonzeption in Uganda im letzten Jahr irgendetwas substanziell verbessert hat. Wir haben dieses Konzept und das Mandat dafür vor einem Jahr abgelehnt, und wir werden es deshalb auch diesmal ablehnen. Meine Damen und Herren von der Koalition, wir finden es nicht richtig, dass Sie die Bundeswehr in diesem Einsatz, in diesem Umfeld schicken wollen. Danke für die Aufmerksamkeit. Das Wort hat die Kollegin Elisabeth Motsch.